If I left any main horses, and you tell your friends, and you call your friends, baby, never mind. I ain't gonna fall back down, no. All right, I'm take it on me, baby. All right, I ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, I take it with me, but if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands, baby, never mind. Was geht ab, Leute? Ihr habt es gerade gesehen, die Anreise hier nach Barcelona. Es ist schon relativ spät, wir haben jetzt schon 0.33 Uhr. Ich bin gerade angekommen, werde mich jetzt erstmal direkt schlafen legen, dann sehen wir uns morgen früh direkt wieder. Warum bin ich überhaupt in Barcelona? Was geht hier ab? Also ja, herzlich willkommen erstmal beim neuen Video. Barcelona-Vlog, ihr habt es euch gewünscht auf Instagram, habt ihr abgestimmt. Wer mir noch nicht folgt, erster Link unten in der Infobox. Instagram, lasst mir gerne mal ein Like da oder einen Kommentar. Ich werde mich jetzt mal schlafen legen, wie ihr seht. Hier, ich habe das, was ihr gerade hier vor schon gesehen habt, geschnitten. So sieht das Ganze aus. Morgen gibt es so eine kleine Roomtour hier, dann könnt ihr sehen, wie das Hotelzimmer aussieht. Ich gehe jetzt pennen, ich bin super müde und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Wunderschönen guten Morgen. So, wir haben es jetzt 10 Uhr, ich habe mal ein bisschen ausgeschlafen. Ich werde mich jetzt ganz schnell fertig machen und dann sage ich euch, warum ich in Barcelona bin, was ich heute so Schönes machen werde und wir sehen uns gleich wieder. Raus aus dem Hotel und ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit zu latschen. Dementsprechend mache ich mich jetzt auf der Suche nach einem Board. Ich werde mal schauen, ob ich ein kleines Mini-Board finde, mit dem ich mich hier fortbewegen kann, weil kein Bock zu laufen. Alright, I'm ready now, I ain't gonna fall back now. Alright, I'm take it on me, baby. Alright, I ever ask, are you gonna be my lover? Board bekommen. Also ich kann wirklich jedem da draußen empfehlen, wenn ihr irgendwo in der Stadt seid, klar, kauft euch ein Board und nicht in der Stadt direkt eins kaufen, aber jetzt habe ich mir so dieses kleine hier geholt, so ein Cruiser, glaube ich, ist das. Kann man halt entspannt in die Hand nehmen, da kann man die Stadt ganz gut mit erkunden und es ist halt auf jeden Fall chillig. Also wenn ihr mal irgendwo einen Städtetrip macht, allein unterwegs seid, holt euch so ein kleines Board, dann ist es deutlich einfacher. Also Leute, gerade schön Frühstück hier bei Brunch and Cake. Man sieht es glaube ich gut schon da. Definitiv für mich einer der besten Frühstücksläden. Wenn ihr mal hier in Barcelona seid, also ihr könnt auch normal Mittagessen, alles super gesund, wird alles mega frisch zubereitet. Brunch and Cake, schreibt euch das bitte hinter die Ohren. Selten so gut und so gesund gegessen. Ich fühle mich gerade schon richtig fit. Liegt wahrscheinlich auch an dem guten Wetter. Wir haben 24,2 Grad. Es ist auf jeden Fall noch sehr sommerlich hier. Und ich werde jetzt mit dem Board ein bisschen zum Strand gehen und noch ein bisschen fahren. Angekommen im Hotel und jetzt geht es für mich erstmal kurz ins Gym, kleines Workout, erstmal gucken, ihr kennt es sicherlich, diese Hotels, Gyms sind meistens nicht die besten. Es ist auf jeden Fall von der Ausstattung her natürlich nicht das optimalste Gym, es gibt aber auch hier in Barcelona einen McFit, dort werde ich morgen hingehen, ihr seht jetzt, ich weiß gar nicht, Kurzhanteln sind jetzt nicht ganz so schwer, was ich aber dann immer mache, kleiner Tipp für euch da draußen, ich finde die Schultern kann man eigentlich immer ganz gut noch trainieren, da ist wenig Gewicht, meistens schon sehr, sehr anstrengend, Frontheben, Seitheben, dementsprechend, man findet immer einen Weg auf jeden Fall zu trainieren, ansonsten auch gleich hier an der Maschine kann man noch ein bisschen was machen für Brust, Lat, Bizepsübung, mal gucken, was da noch geht. So Leute,
Leute, gerade noch in Barcelona gewesen, jetzt bin ich schon wieder hier im kalten Berlin. Ich habe leider das Ladegerät von meiner Kamera nicht mitgenommen, dementsprechend konnte ich nur so ein bisschen filmen. Aber eine Frage jetzt mal an euch, und zwar, ja, ihr habt gesehen, ich bin in letzter Zeit ziemlich viel unterwegs. Habt ihr Bock, dass ich mal so einen Style-Check mache in unterschiedlichen Städten? Das heißt, wo kann man am besten in Barcelona shoppen? Wo kann man am besten New York shoppen? Oder. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt doch jetzt mal in die Kommentare die Stadt, wo ich mal einen Style-Check machen soll und wo ich euch mal zeigen kann, wie man da gut und günstig und vor allem stylisch einkaufen kann. Ich hoffe, die Impression und das Video hat euch gefallen. Wenn ja, auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, so ein bisschen Vlog mit mir unterwegs. Ich habe einfach mal versucht, nur so ein bisschen was zu filmen, mal euch zu zeigen, wenn ich unterwegs bin. Ich bin halt alleine gereist, war ein bisschen beruflich auch dort gewesen. Ja, also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir wirklich sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, in welche Stadt ich mal fahren soll, reisen soll und extra so ein kleines Style-Check-Video machen soll. Finde ich mega nice, habe ich derbe Bock drauf. Mein Name ist Marc Eggers, ich wünsche euch allen noch einen richtig schönen Sonntag. Bis bald. Wer hat Bock auf ein neues DM-Haul? Ich war noch einkaufen bei DM. Wer Bock hat, in die Kommentare schreiben, Hashtag DM. Dann zeige ich euch mal, was ich da so gerade wieder gekauft habe. Also Hashtag in die Kommentare DM, bitte mal.